Oh, moin zusammen. Ein lang ersehntes Video von manchen von euch. Ich werde heute in diesem Video zeigen, wie ihr die SJCAM SJ4000, aber auch die anderen sehr ähnlichen kleinen günstigen Action-Cams umbauen könnt. Und umbauen insofern, dass ihr einen zusätzlichen Audioeingang habt. Hier direkt an der Seite mit 3,5 mm Klinkenanschluss. Denn den habe ich mir geholt. Dinger kosten auch nicht viel, liegt alles bei ein paar Euro, was man hier so dafür benötigt. Na, komm raus. Ups, da fällt schon eine kleine Unterlegscheibe raus. So sieht das Teil von unten aus. So, das sind die Anschlüsse. Dann haben wir hier den Klinkenanschluss und dann natürlich ein Gewinde, damit das Ganze auch befestigt wird. Und so sieht das auf der Innenseite aus. Ja, das ist der Part, den brauchen wir, klar. Und dann brauchen wir natürlich auch eine sogenannte Mikrofonkapsel. Das ist diese hier. Die werden wir jetzt gegen das eigentliche verbaute Mikrofon austauschen. Na komm, schalt mal richtig scharf. So ungefähr. Und da müssen wir auch ein bisschen Lötarbeit leisten. Löten, klar. Brauchen wir für einen Lötkolben. Habe ich hier einen, mit einer Spitze, einen sehr feinen. Gucken, ob wir damit klarkommen, sonst müsste ich nochmal einen anderen holen. Da habe ich mir noch neu geholt, hier so ein kleines, so ein Ablageding, wo man den auch ein bisschen abputzen kann. Mein letztes Löten ist schon ein paar Jahre her. Lötzinn habe ich aber auch dabei. Dann haben wir hier, nein, keine Penispumpe, sondern zack, das ist zum Lötzinn aufheben oder entfernen. Boah, die hat echt Saugkraft. Oder aber, falls die zu grob ist, dann können wir hier mit dem Zeug hier dran gehen. Und das ist. Na, wie nennt es sich? Entlötlitze. Die vernichtet quasi das vorhandene Löt. Zinn. Dann haben wir hier von meiner Swiss & Wesson Kollektion die kleinen Schraubendreher. Habe ich jetzt mal heute Lust drauf, die zu benutzen. Ich glaube, die werdet ihr aber in Deutschland nicht bekommen. Die sind aus den USA. Könnt natürlich auch andere Schraubendreher benutzen. Ja, und dann zu guter Letzt natürlich noch ein kleines Tuch, damit die Kamera auch geschützt ist, wenn wir gerade so rumarbeiten und nichts passiert. Ja, das ist der ganze Workaround oder das alles, was wir brauchen. Nein, das habe ich vergessen. Kleines, kleines Kabel, womit wir dann nachher die Mikrofonkapsel, ist übrigens eine Printausführung, hiermit verbinden und das Ganze anschließen. Aber das zeige ich euch dann nachher beim Löten. Ja, ich habe nämlich noch keine Anleitung hier für die SJCAM 4000 in Deutsch gefunden. Gibt es ein paar englische und noch andere Sprachen. Dementsprechend, ich hoffe mal, ich krieg's hin und würde ich sagen, legen wir los. Dann haben wir nämlich auch eine deutsche Anleitung hier. Los geht's. Jo, legen wir los. Erster Schritt wirklich ganz simpel. Unten Batteriefach öffnen. Zack, da fliegt die Klappe auch schon weg. Und die Batterie entfernen. Es ist gut, wenn ihr die Batterie in aufgeladenem Zustand habt, denn die brauchen wir nachher für so ein, zwei Funktionstests. Dafür ist das auf jeden Fall nicht verkehrt. Erster Schritt wirklich ganz einfach. Und nun kommen wir zum zweiten. Der zweite Schritt ist das Entfernen der Frontklappe. Das ist dieser Part hier. Die Linse bleibt bestehen. Hier sieht man auch diese Aussparung, genau wie hier. Dazu, wenn wir jetzt diesen Deckel hier entfernen und sollte, indem man hier, sag ich mal, so ein bisschen versucht oder und mit den Fingernägeln hier vorsichtig runtergeht. So, und das Ganze rausklipst. Na komm, okay. Ja, und das sieht soweit gut aus. Die Klipse sind alle vier heil geblieben. Also die sind hier in diesen Positionen dann. So rum. Na. So. Zack. Ja. Also wirklich ziemlich klein und fein. Also da auf jeden Fall aufpassen. Solltet das Ganze auch nicht in Hektik machen, sondern lasst euch dafür Zeit. Kommen wir nun zum nächsten Part. So, nächster Part ist das Lösen der Schrauben. Also auf jeden Fall diese vier hier in den Ecken. Und danach müssen wir gucken, ob wir auch diese drei weiteren hier lösen müssen. Das werden wir dann sehen. Nämlich einen ganz kleinen Mikro-Kreuzschraubendreher für. So. Alles gut weglegen, damit nichts wegkommt. Und auch ein bisschen merken, was wo war. Ist natürlich obligatorisch.
die vierte. Ich merke schon, da hat sich etwas gelockert, gelöst. Genau. Also es ist richtig, nur die vier äußeren Schrauben zu lösen. Und dann sieht man nämlich, hier wackelt das Ganze schon so ein bisschen hin und her. Und jetzt auf keinen Fall hingehen und das Teil rausziehen, denn das wäre falsch. Denn wir müssen gleich erst noch das LCD-Display auf der Rückseite lösen, was auch einer der schwersten Parts wird. Ja, im letzten Part, wenn wir jetzt hier den Power-Button, das ist ja dieser hier, ja, seht ihr auch hier an der Klappe, so sitzt der ja da drauf, den müssen wir jetzt vorsichtig, na, Schlitzschraubendreher, vorsichtig lösen. Der ist hier auch nur so eingeklipst durch diese kleinen Plastikdinger hier. Und jetzt gehen wir hin und versuchen, diesen Deckel hier zu entfernen. Das machen wir, indem wir, sind doch vier Schrauben, ich hatte mich vertan, noch nicht drei, diese vier Schrauben hier lösen. Dann hoffe ich mal, dass das funktioniert. Immer aufpassen mit dem Schraubenzieher in Nähe der Linse, wenn du verkratzt. Dann war's das. So. Und vier. Okay, habt ihr gesehen, das ging relativ einfach. Und schaut euch das mal an, wie das Ganze aussieht. Hier sitzt die Batterie drin, deswegen ist hier so ein großes leeres Fach. Und viel Technik steckt da eigentlich nicht drin oder überhaupt viel Zeug. Also das ist schon echt faszinierend, was aus so einer kleinen Cam alles rauskommt. Und im Gehäuse steckt wirklich fast nichts drin. Ja, kommen wir nun zum nächsten Part und das ist ein schwierigster Part, wie ich finde, Lösen des LCD-Displays. So, nächster Schritt. Ihr seht es auch, ich habe schon ein bisschen ganz leicht angefangen mit einem ganz dünnen Schlitzschraubendreher. Wir haben quasi das LCD-Display, das hier drunter sitzt, genau hier in diesem Bereich. Und hier drüber haben wir noch diese Plastikabdeckung, die das Display schützt. Und die ist geklebt, ist das Problem. Und jetzt muss man hier, also man wird es nicht verhindern können, dass man das Ganze ein bisschen versaut, sage ich mal ganz ehrlich. Was mir auch nicht gut gefällt. Oh, shit. Der war schmerzhaft. Genau da müsst ihr aufpassen. Genau das sollte nicht passieren. Das ist natürlich jetzt das perfekte Beispiel, wie man es nicht macht. Ah, ich habe dieses scheiß Geräusch ja noch richtig im Kopf. Ich wollte hier drunter und das Ganze langsam hier langziehen und ihr hört, wie sich der Kleber löst. Geht auf keinen Fall mit dem Schraubendreher zu weit hier Richtung Mitte, denn sonst erwischt ihr wirklich das Display. Und das soll nicht der Fall sein. So, ich mache es jetzt extra mit dem Finger, zack, hau ab. Schraubendreher ist gerade sogar noch mit meinen Fingern angestellt. So, zack. Nicht wundern, da ist was rausgefallen, zeige ich euch gleich. Das hier ist die Abdeckung. Na, warum hängt der hier jetzt so krumm? So, okay. Auch beiseite legen und, tja, hier sehen wir die Ecke, die sieht natürlich jetzt echt unschön aus. Kann man hier so ein bisschen korrigieren, aber das ist halt wirklich die blödste Stelle, ne? Ja, so sieht das aus. Hier ist das Display jetzt auf der Seite und was gerade rausgefallen ist, war hier dieses durchsichtige Teil für die LEDs. Auch gut weglegen und beim Einbauen nicht vergessen. Tja, und die Displayabdeckung, vielleicht bekommt man die auch extra irgendwie für 1 € oder 2 €. Mehr ist ein Scheißdreck hier nicht wert. Habe ich halt wirklich einen richtig unschönen Kratzer. Er ist nicht im Sichtfeld der Kamera, von daher noch irgendwo akzeptabel. Ärgerlich, passt bloß drauf auf. Genau das sollte mir nicht passieren und dennoch ist es passiert. Okay, ja, das war der Part. War auch, wie ich finde, einer der schwersten. Jetzt kommt nochmal ein schwieriger. Wir müssen das LCD-Display ausbauen. So, bevor wir weitermachen, können wir auch natürlich permanent immer mal wieder einen Test machen, ob die Kamera noch funktioniert. Dafür vorne die Batterie einklemmen und dann hier Fingernagel oder mit dem Finger den Knopf drücken. Und da seht ihr es, die Cam fährt noch hoch, also alles noch in Ordnung. Alles im grünen Bereich hier. Okay, kann man Akku wieder entfernen. So, könnt ihr immer zwischendrin mal machen und dann wisst ihr, beim letzten Schritt habt ihr irgendwas falsch gemacht.
So, im nächsten Schritt ist, wie gesagt, Entfernen des LCD-Displays. Hier wirklich richtig aufpassen, bloß nicht verkratzen. Jetzt hebeln wir uns hier vorsichtig so ein bisschen diesen weißen Rahmen raus. Na komm. Muss da echt aufpassen. Ah, das war knapp. Das hat geklappt. So. Und dann, wenn ihr das hier runterklappt, das Display, seht ihr, das ist mit einem Flachbandkabel verbunden. Flachbandkabel relativ empfindlich, wie ich finde. Da auf jeden Fall aufpassen. Und der Halter des Flachbandskabels, den seht ihr hier unten. Also wir haben hier einmal den weißen Konnektor und darüber dieses graue Teil. Und dieses graue Teil müsst ihr unbedingt vorher lösen. Und das geht hier mit einem kleinen Schraubendreher. Na komm. Jetzt müsst ihr hier. Der muss halt ein bisschen bewegt werden. Ich hasse sowas. Ich gucke mir das in Ruhe nochmal jetzt einen Moment an und dann geht's weiter, damit ich euch auch nichts Falsches sage. So, der wurde nicht geschoben, wie ich das im Internet gesehen habe, sondern, ich nehme den jetzt mal vorsichtig raus, oder das Display, sondern der wird geklappt. Ich zeige euch das gerne nochmal. Na Kamera, komm, schalt das scharf, das ist ganz wichtig. So, jetzt ist das auch gut ausgeleuchtet. Also, wir haben hier den Konnektor. Und der, na, hält das Flachbandkabel. Na, jetzt fliegt das Ding hier vorne schon raus. So. Zack. So. Und wenn ihr ihn lösen wollt, geht ihr ganz vorsichtig drunter und klappt das einmal so nach oben. Genau. Könnt ihr auch hier so eine Aussparung in der Mitte versuchen. Passt nur auf das Display, LCD-Display bzw. auf das Flachbandkabel auf. Jo, nächster Schritt kommt jetzt. Im nächsten und vorerst letzten Schritt zum Auseinanderbauen geht ihr hin und müsst das Ganze jetzt von innen nach außen oder rausziehen. Und das geht jetzt bislang noch nicht, weil wir hier den USB-Anschluss und den, wie heißt das, ach keine Ahnung, den anderen Anschluss einfach habt. Und das ist deswegen, das sieht man hier auch, die stehen so ein bisschen über. Und dementsprechend, wenn ihr jetzt hier vorsichtig zieht, seht ihr es, dass sich nur an einer Seite bewegt und hier gehalten wird. Und dementsprechend muss man das Ganze jetzt von hier, von der Seite ein bisschen nach innen drücken und gleichzeitig hochheben. Ja, blöde Position, aber klar, einfach kann ja jeder. So, und jetzt muss man mal gucken, ob wir das hinkriegen. Kann natürlich hier auch das Gehäuse noch so ein bisschen bewegen. Tut sich nicht so viel. Oder versuchen hier mit der Hebelkraft zu arbeiten. Na, wie ich sowas hasse. Dann auch noch zwei. Ja, das ist halt wirklich alles auf kleinstem, engstem Raum hier gemacht. Damit man halt wirklich so eine Mini-Action-Cam hat. Nehme ich mal ein bisschen was breiteren Schlitz. Gucken, ob ich damit mehr Erfolg habe. Na. Na. Ja. Also manchmal wünscht man sich echt eine dritte Hand. Ja, das wird jetzt noch auf jeden Fall ein bisschen dauern, bis ich das hier so irgendwie durchgefrickelt habe, dieses Teil. Aber von hier drücken ist auch relativ schwer. Ja, muss ich auf jeden Fall hier noch ein bisschen rumfummeln. Gleich geht's weiter. Schaut mal, hab natürlich ein paar Kratzer produziert. Aber ich hab's noch nicht mal raus.
Nicht ganz, da wollte ich euch jetzt teilhaben lassen. Also es ist wirklich ein Gefrickel. Muss natürlich auch aufpassen, wo man drückt. Ach, ganz blöde Ding, ja. Also es ist eigentlich noch schwerer als die Geschichte mit dem LCD-Display, aber ich glaube, jetzt hat er verloren. So. Oh, sitzt das fest. Klar, der kriegt natürlich jetzt den Druck hier. Naja, der Linse nicht ziehen. Oh, und hier im Kunststoff. Und so, das ist soweit schon mal ganz gut verlaufen. Und jetzt sehen wir hier, haben wir nämlich noch so ein festgeklebtes Kabel. Und das ziehen wir jetzt mal mit ab. So. Oh, schwere Geburt, wie man so schön sagt. Jetzt haben wir das geschafft. Jetzt haben wir das Teil hier rausgeholt. Na, wo fasse ich am besten an? So. Na, so sieht das Ganze jetzt aus. Das ist die eigentliche Kamera, die einfach nur in einem Gehäuse sitzt und noch ein schönes Display dran hat. Ja, das war der Part. Also, Auseinanderbau soweit erfolgreich. Und dann können wir uns gleich, hier sitzt der Übeltäter in Anführungsstrichen, um dieses kleine Teil hier kümmern. Warum wir die ganze Kamera auseinanderbauen mussten und werden dieses kleine Teil hier austauschen gegen das neue und dann auch noch zusätzlich natürlich die 3,5 mm Klinke einbauen. Ach, das stellt ganz scharf. So, jetzt aber. Ja, dementsprechend gleich geht's weiter. So, wie ihr sehen könnt, ich habe das Tuch hier extra liegen, damit nichts an die Linse kommt und jetzt gehen wir also hin und löten dieses kleine Teilchen da aus. Hab hier halt, wie gesagt, ja, langsam riecht's schon, kommt der Lötkolben und wird langsam warm. Ja, braucht noch einen Moment. Und dann nehme ich mir hier, wie heißt es, Entlötlitze und bin mal gespannt, ob das gut klappt, weil das ist wirklich eine ganz kleine, feine Lötstelle hier. Und da ist die große Absaugpumpe wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu groß für. Dementsprechend denke ich, dass wir hiermit es besser hinkriegen sollten. Ja, der Kolben braucht noch ein bisschen, sagte die Frau. Ich mache kurz Pause und wenn er warm ist, geht's weiter. So, sollte warm genug sein, können wir loslegen. So, gucken, ich habe hiermit wirklich noch nie gearbeitet. Tja. Also ich weiß ja nicht. Entzieht das Zeug irgendwie was oder muss ich doch mal hier die Pumpe nehmen? Ich will ja auch ganz gut richtig besonders aufpassen. Ah, jetzt langsam, langsam, langsam wird der Kolben wirklich richtig warm. Irgendwie ganz ehrlich, ich komme mit diesem blödsinnigen Ding jetzt hier nicht klar. Also mal gucken, ob das so klappt. Ha, aber das Ding ist so riesig, wie ihr sehen könnt. Muss mal schauen, ob das funktioniert. Mann, Leute, ich habe jahrelang nichts mit dem Lötkolben gemacht. Ah, jetzt wird's aber warm. So. Ich glaube, das war nix. Ach, Mann, ey. Ich glaube, der Lötkolben hier ist auch ein bisschen scheiße auf Deutsch gesagt.
Tja, wie kriege ich das scheiß Lötzinn jetzt da weg? Mann, 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 nochmal mit diesem komischen Ding hier versuchen. So, wie ihr nun sehen könnt, hier oben war das Mikrofon drin. Das ist jetzt raus, sieht man hier an den kleinen Löchern. Mensch, Kamera, stell es scharf. So, und dementsprechend können wir jetzt hier das neue Mikro einsetzen. Das hat Plus und Minus natürlich genauso. Und hier oben auf der Seite, ich muss mich ein bisschen beeilen, weil der Kolben noch warm ist. Hier, wo die kleinen Konnektoren oben sitzen, so rum muss es auch hier reingesteckt werden. So. Na. Ach, das war mir so scheiße mit dem Löten. Hängt wohl noch ein bisschen Lötzinn drin. Werde ich gleich richtig machen und werde dann in einem die Kabel anlöten und dann geht's weiter. So, im nächsten Schritt seht ihr jetzt hier die Audio-Klinke, 3,5 mm, die ich vorbereitet habe. Habe ich jetzt hier drei Kabel, ziemlich lang, können wir gleich auf jeden Fall noch kürzen, dran gelötet. Also, mein Löten ist echt lange her. Hier habe ich das Ding ein bisschen angesenkt, sollte aber nur das Gehäuse gewesen sein. Hier unten den Pin habe ich abgepitcht und den hier umgeklappt, genau wie die anderen drei. Wir brauchen hier drei Anschlüsse, drei Kabel dran und das Ganze werde ich jetzt hier dran löten. So, wie ihr sehen könnt, hier habe ich das LCD-Display gerade schon angeschlossen und auch das Ganze erfolgreich angelötet. Ja, so sieht das aus. Also diese beiden hier oben liegenden Kabel müssen an den Pluspol und dieses andere muss an den Minuspol. Und jetzt klemmen wir hier mal die Speicherkarte rein. Na, so. Können das Ganze hochfahren, sofern sie noch hochfährt. Akku ist auch schon vorne drin. Okay, sie startet auf jeden Fall noch. Und dann können wir jetzt mal hier eine Testaufnahme machen mit dem neuen Mikro hier vorne. Jetzt muss ich überlegen, wo ging es denn hier, ne? Ja, genau. Und jetzt sollte man meine Stimme hören. 1, 2, 3, Test und ich hoffe, das Mikro funzt. Stopp. Okay. Oh Gott, ich muss am Gehäuse spinksen. Wie kam ich denn? Ach so, mit dem, genau, mit dem Power-Button vorne, ne? Gehe ich doch. Genau, gehe ich jetzt hier durch. Da haben wir schon Videos. Ich weiß jetzt nicht, ich hatte das gerade auch schon mal getestet, ob es das Richtige ist. Müssen wir jetzt mal durchklicken. Keine Uhrzeit, kein Indikator. Welches ist das Richtige? Einfach alle mal testen. Ich hätte aber auch noch welche getestet vor. War ein kurzer Break. Wie gesagt, das hier ist das richtige Video. Ist natürlich arschleise. Ich hoffe, ihr könnt irgendwas hören, aber es funzt auf jeden Fall. Ich halte es mal hier hin. Mache ich nochmal. Ja, also das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Das ist klasse, denn dann können wir nämlich jetzt zum nächsten Schritt kommen und das 3,5 mm Klinkengehäuse hier in das Gehäuse einbauen. So, wie ihr nun sehen könnt, oh, Akku aus, bevor wir weiterarbeiten, habe ich jetzt dieses Mikro hier so ein bisschen verlegt. Soll ungefähr in dieser Position sitzen. Mal gucken, hoffentlich klappt das alles, wie ich mir das denke. Und dementsprechend brauchen wir jetzt hier irgendwo auf dieser Höhe ein Loch. Muss natürlich aufpassen, hier unten ist noch dieser Clip zum Lösen der Batterie, des Akkus. Dementsprechend müssen wir hier ein bisschen Platz einhalten.
Also, wenn wir jetzt hier so eine sinnbildliche Linie ziehen, auf jeden Fall oberhalb davon. Das heißt, irgendwo hier müssen wir das Loch fixieren. Nach einem günstiger, so ein dünner Kunststoff ist, würde ich sagen, wir schmelzen das Loch. Das geht nämlich wirklich easy. Stinkt zwar wie Hölle, aber das geht gut. Seht ihr? So schnell haben wir da direkt ein Loch drin. Man hat keine Schwäne oder irgendwas rumfliegen. Das Ganze müssen wir natürlich groß genug machen. Und dort unten habe ich vergessen. So, auf jeden Fall noch mehr Größe. Ja, könnte schon passen. Abkühlen lassen, mit der Feile gleich noch ein bisschen sauber arbeiten. Und den gröbsten Scheißdreck verdeckt man hier aber auch ganz gut, weil da gleich natürlich von der Außenseite das Gewinde drauf kommt. So, abkühlen lassen, ich probiere es dann gleich aus. Schaut mal, ich habe so ein kleines Löchlein da reingemacht. Schönheitswettbewerb gewinne ich damit auf jeden Fall nicht, aber gleich kommt ja dann hier das Konterstück gegenüber rein. Und dementsprechend können wir jetzt versuchen, das Ding einzubauen. Und das wird jetzt nochmal ein bisschen frickelig, das Ganze wieder richtig einzusetzen. Ihr wisst ja, wie schwer das war, das hier rauszuholen. Ja, und dann machen wir das jetzt doch direkt mal. Mal gucken, ob das so klappt in ein, zwei Sekunden. Ansonsten mache ich hier mal wieder einen Kamera-Break. Aufpassen, der Power-Button muss natürlich hier. Jetzt lasst mich überlegen und nichts falsch machen. Genau, nach vorne, so ist es richtig. Jetzt mal gucken, wie wir das hier am besten reingefrickelt bekommen. Haben natürlich jetzt auch die scheiß Kabel hier oben an der Seite liegen. Ist natürlich alles ein bisschen mehr geworden. Aber das ist halt wieder ein reines Geduldsspiel. Ich glaube, das kann länger dauern. Also was ihr halt machen müsst, hier irgendwie ein bisschen Platz schaffen, sage ich mal dazu. Hier überall ein bisschen ziehen, ein bisschen drücken. Gucken, dass es irgendwie reinkommt. Bloß aufpassen. Ja, das wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Das mache ich und sobald ich damit durch bin, geht's weiter. So, also mein größter Fehler war, schaut euch mal diese dünnen kleinen Kabel bzw. Litzen an und schaut euch mal meine dicken Kabel an. Dadurch ist das Ganze jetzt auch nicht mehr ganz gerade, weil wir haben natürlich hier oben wirklich ein bisschen zu hohen Druck und einfach zu wenig Platz. Deswegen musste ich jetzt hier auch rabiat ein bisschen was rausschneiden, damit die Speicherkarte jetzt überhaupt noch hier, ups, andersrum, rein wie rausgenommen werden kann. Denn sonst fehlt da einfach ein Millimeter. Ja, im nächsten Schritt, wie gesagt, können wir dann hier das Mikrofon hier einsetzen und durchführen. So. Ja, das ist auch schon arschknapp da unten. Also hier auch drauf achten, müsst ihr auf jeden Fall eine gute Höhe erreichen. Ja, sonst würde ich das nämlich jetzt nochmal anders platzieren. Gucken, ob ich da noch was machen kann. Vielleicht passt das ja hochkant, ist gerade meine Idee. Na, du bleibst drin. Ich brauche nur dich. So, und wenn man jetzt hingeht. Und das Ganze hier hochkant platziert, ist die Frage, ob das von der Höhe her funktioniert, was ich mir da ausgedacht habe. Mensch. Also das ist wirklich Arbeiten im kleinsten Bereich hier. Das ist nichts für schwache Nerven, also nichts für mich. So, nochmal. Ach, jetzt komm, geh durch und verkeil doch nicht hier immer. Warum macht er das denn? Ach, Leute. Was ich alles für einen geilen Sound hier mit der Cam mache. So, und da seht ihr, jetzt geht das Teil ein ganzes Stück weiter durch und liegt nirgendwo auf oder im Weg. Und das gefällt mir doch schon deutlich besser.
Jetzt können wir hingehen und so rum hier die Mutter draufsetzen. So. Na komm. Ach Mann. Ich kann halt gar nicht gut schrauben, das Ding. So clean, clean, clean. So, und dann muss man gleich mit dem Schraubendreher nochmal nachdrehen. Und jetzt sieht das auf jeden Fall schon mal anständig aus. Das ganze Gefrickel-Scheißdreck darunter ist auch schön abgedeckt. Ach, ich habe hier ein Schweizer Messer liegen. Müsste doch eigentlich machbar sein. Na, dafür sind nämlich nicht breit genug. Ne, muss ich nachher machen. Aber das ist auch nur noch Deko. Ja, im nächsten Schritt gehen wir jetzt hin. Bam, bam, bam. Muss ich gerade überlegen, genau. Das LCD-Display wieder einbauen. So, um das LCD-Display wieder einzubauen, öffnen wir jetzt hier, mache ich jetzt mit dem Fingernagel, das, ja, diese kleine Klappe, setzen das Display, beziehungsweise, sorry, setzen das Flachbandkabel jetzt hier ein. Na komm. Oh, so langsam habe ich keinen Bock mehr auf die Frickelarbeit hier. So. Muss nach oben und können jetzt hier, guck mal, das geht sogar einfach mit dem Finger, das LCD-Kabel einsetzen und fixieren. Na, hier auf jeden Fall mit einem sauberen Mikrofasertuch mal drüber gesehen, sonst habt ihr natürlich die Fingerabdrücke immer unter dem Display, wenn ihr es jetzt hier so drauf setzt. Ich habe nämlich dooferweise gerade drauf getatscht. So, zack, die Kabel noch ein bisschen rein. Dann gucken, dass das mit dieser kleinen Rundung hier unten jetzt keine Probleme gibt. Okay, jetzt muss ich überlegen, was war der nächste Schritt? Genau, müssen wir den Deckel wieder draufsetzen. So, ich bin jetzt hingegangen und habe das Teil hier an der Seite richtig schön festgeschraubt. Dementsprechend können wir jetzt hingehen und den kleinen Deckel hier wieder montieren. Hier müssen wir auf jeden Fall auch schon aufpassen, dass dieses Kabel hier von dem Schalter korrekt liegt. Oh Mann, hier habe ich einen Lötkolben dran gekommen. So. Damit dieses Kabel hier auf keinen Fall von den Schrauben irgendwie eingeklemmt wird. So, okay. Und dann haben wir ja hier unser Kreuzschraubendreher, der kleine, für die vier Schräubchen. So, ich habe jetzt erst hier die äußeren Schrauben begonnen. Ich glaube, zuletzt hatten wir eigentlich hier die inneren gelöst. Dürfte aber eigentlich egal sein, behaupte ich mal. So, mache ich die 8 schnell mal rein. Ja, hier unten sieht man das, ne? Oh, sorry. Hier unten sieht man das, da steht es halt so einen Millimeter ab, leider durch die dicken Kabel. Also wenn ihr es macht, nachbaut, geht auf jeden Fall hin, wirklich ganz, ganz, ganz dünne Kabel für das Mikro, sowas wie hier. Also das ist auf jeden Fall vorteilhafter als das, was ich hier genommen habe. Das hatte ich so krass nicht erwartet und auch nicht drüber nachgedacht. Das war nicht gut, definitiv. Da noch. Na, der war noch gar nicht eingehakt, so. Eingeklippt. Dann muss hier natürlich auch noch der Power-Button wieder richtig positioniert werden. Okay, und wir haben auch noch zwei kleine Schräubchen da und da. Die mache ich auch noch rein. Und dann sind wir auch gleich fertig. Logischerweise hätte man natürlich, bevor man das Ganze jetzt wieder richtig schön zusammen... Moment mal. Macht ihr da richtig? Oh, was haben wir denn hier? Ja, wegen den Kabeln und jetzt wegen dem Ding. Oh, 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 oh. Ich bin gerade gar nicht sicher, ob das von der Höhe her gleich passt. Sehe ich jetzt nämlich gerade erst. Ich glaube, das wird nämlich so nicht passen. Wenn wir nämlich hier so eine kleine Erhöhung haben. Das heißt, den muss ich nochmal zurücknehmen und umpositionieren. Next Step, zusammengebaut ist es. Alles ein bisschen krumm und schief. Gut,
Next wäre dann der Deckel. Ja, und hier ist es genau wie von mir befürchtet. Klar, hier kann er nicht mehr richtig passen und positioniert sein, aber gut, dann lasse ich das halt hier so mit dem kleinen Spalt. Ihr auf jeden Fall, wenn ihr es nachbaut, darauf achten. Macht es nicht falsch wie ich. Nehmt auf jeden Fall die dünnen Kabel, das ist wichtig. So, ich muss mal gerade die Kamera hier ausrichten, das ist ja verheerend. Und achtet darauf, dass das Ding auch den nötigen Abstand bekommt. Das ist wirklich wichtig. So, ja, Blende haben wir montiert. Jetzt reinige ich mal hier an der sauberen Stelle vom Mikrofasertuch das Display ganz vorsichtig. Okay, noch nicht ganz, so. Okay, ja, und dann fehlt eigentlich nur noch hier der Deckel. Ach, der lag natürlich jetzt falsch rum, scheiße. Wenn er nicht mehr genug klebt, müssen wir mal gucken, ob er das tut oder nicht. Dann hingehen mit Heißkleber oder doppelseitigem Klebeband das Ganze noch ein bisschen verstärken. Mensch, jetzt klebt das Ding hier an meinen Fingern fest. So. Oh, und hier hätten wir ja fast was vergessen. Ach, ich glaube nicht. Ich habe es vergessen, oder? Nee, doch, es geht von der Seite. Schwein gehabt. So. Das Ding hier positioniert und ja, mit dem hässlichen Kratzer wird hier das Teil draufgeklebt. Na? Jetzt habe ich es aber nicht ganz passend gesetzt. Also hier auf jeden Fall aufpassen, steht ein Millimeter über. Ach, Glück, ich habe langsam echt keinen Bock mehr. Machen wir nochmal ab. So. Gucken, ob sich da irgendwas verzogen hat und es deswegen nicht mehr passt. Nee, nee. Ich habe einfach nur schlecht geklebt beim ersten Versuch. So. Ja. Mega stolz bin ich nicht drauf, ehrlich gesagt, weil halt wirklich zahlreiche Hindernisse waren und zugleich mir auch viel nicht gefallen hat, wie es schlussendlich geworden ist. Vielleicht hole ich mir noch eine zweite und dann baue ich die nochmal sauber um. Aber ansonsten ist das wirklich jetzt eine geile Sache. Zack, da ist er endlich. Endlich ist der Eingang dran. Und jetzt kann die Kamera auch ideal auf. Plus fehlt dann natürlich noch der abschließende Funktionstest. Starten wir die Kamera. Und das sieht gut aus, wenigstens das. Sie funktioniert noch. Speicherkarte können wir auch mal nochmal einlegen. Zack. Na? Ach so, ich hatte die Speicherkarte eingelegt, deswegen kam jetzt nichts mehr. Macht er dann Reset. Ja, und dann ist die Kamera da. Aufnahme funktioniert soweit auch. Also wirklich alles ideal. Ja, sobald ich ein anständiges externes Mikrofon habe, werde ich euch auch noch einen Qualitätstest hier von dem Audiogerät oder von dem Eingang zeigen, wie das Ganze dann an der SJ4000 sich anhört. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte mit diesem Tutorial vielen, vielen von euch helfen, das so häufiger vorgeschlagen wurde. Gibt kein deutsches Tutorial meiner Info nach. Ich konnte nichts finden. Das ist jetzt das erste hier. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und ich hoffe natürlich, ihr macht zahlreiche Fehler, die mir jetzt hier im Video auch unterlaufen sind, nicht, damit die bei euch richtig genial aussieht. Hier der kleine Kratzer, das war ärgerlich. Ansonsten sollen wir ganz gut abbekommen. Richtige Positionierung hier beachten. Ist ein bisschen versetzt, deswegen dünnere Kabel benutzen auf jeden Fall. Wenn das Ding weiter unten ist, dann geht hier auch der Deckel wieder richtig zu. Und jo, ansonsten war es das aber. Es waren ein paar Punkte, die mich wirklich jetzt ärgern. Aber das wusste ich halt einfach nicht. Und dementsprechend ist es soweit ganz okay. Ja, dementsprechend, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn dem der Fall ist, lasst mir gerne den Daumen nach oben da. Alles, was ihr dazu braucht, findet ihr verlinkt unterhalb des Videos. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.